Moin Leute, Moin. herzlich willkommen auf unserem Kanal Mathe leicht gemacht mit dem vierten Video der Playlist Winkel. Hier zeigen wir euch, wie wir Winkel zeichnen können. Das ist auch das erste Video der Playlist, wo ihr dann auch wirklich mitarbeiten könnt. Wir wollen jetzt also einen 70-Grad-Winkel zeichnen. Eure Aufgabe ist es jetzt also erstmal, einen Zettel, einen Stift und ein Geodreieck zu nehmen und einen 70-Grad-Winkel einzuzeichnen. Probiert das mal und pausiert. Wie fangen wir da an? Wir zeichnen erstmal eine Linie und die ja, zeichnen wir erstmal ein bisschen länger. Und am Ende dieser Linie machen wir uns einen Punkt. Den markieren wir am besten durch ein kleines Kreuz. Jetzt nehmen wir unser Geodreieck und legen das Geodreieck genau da, so an, dass die Mitte von der langen Seite genau auf diesem Punkt liegt. Das ist wichtig. Ihr seht ihr, das muss genau da drauf liegen. Das ist schon mal jetzt die Grundlage. Und jetzt ist es eigentlich gar nicht mehr so schwierig. Jetzt müssen wir nur noch gucken. Wir wollen ja einen 70-Grad-Winkel haben. Wir können jetzt von hier hochzählen. 10, 20, 30, 40, 50, 60 bis 70. Ja, wichtig ist, wir müssen immer von 0 hochzählen bis zu dem Winkel, den wir haben wollen. Das ist jetzt hier in diesem Fall 70. Es gibt ja noch diesen inneren Zahlenbereich hier, den gelben. Das verwirrt manchmal, wann man welchen Bereich nehmen muss. Hier würde man aber runterzählen, 170, 160, 150. Deswegen brauchen wir diesen Bereich hier nicht. Immer hochzählen. Deswegen nehmen wir in diesem Fall diesen äußeren Zahlenbereich. In den nächsten Videos werdet ihr auch nochmal sehen, dass man auch mal den inneren Zahlenbereich nehmen kann. Aber das mit ein bisschen Übung kriegt man das ganz gut hin. Auf jeden Fall haben wir hier 70 Grad. Jetzt nehmen wir einen Stift und markieren uns genau diesen Punkt. Auch am besten mit einem kleinen Kreuz. Jetzt im nächsten Schritt können wir das Geodreieck wegnehmen und einfach eine Linie zwischen diesem roten Punkt und diesem blauen Punkt zeichnen. Und genau dazwischen liegt jetzt unser 70-Grad-Winkel. Die häufigsten Fehler sind hierbei, dass das Geodreieck falsch angelegt wird. Wir gehen das noch einmal kurz durch. Stellt euch jetzt mal vor, wir haben hier so eine Linie, die ist so ein bisschen schief. Achtet bitte trotzdem immer ganz genau darauf, dass das Geodreieck richtig angelegt wird. Genau die Mitte kommt auf den einen Punkt und der Rest des Geodreiecks kommt genau auf diese Linie. Wichtig, wenn die Linie sich jetzt andersrum oder noch weiter dreht, trotzdem immer noch genau darauf achten. Die Null oder die Mitte des Geodreiecks kommt auf den Punkt und der Rest kommt auf die Linie. Achte darauf, übt das und dann macht ihr dabei keine Fehler mehr. Im nächsten Video schauen wir uns den zweiten Teil zum Winkelzeichnen an. Diesmal wieder einen überstumpfen Winkel. Klingt schwieriger, aber wir werden besser. Also bis gleich, ne? Ciao. Ciao.